In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt erklären, wie die Geschwindigkeit mit der asynchronen Kommunikation überhaupt zustande kommt. In einem früheren Video haben wir uns ja angeschaut, was passiert, wenn man eine synchrone Kommunikation in eine asynchrone Kommunikation umwandelt. Die wichtigste Eigenschaft, die man auf dem Weg verliert, ist eben die Geschwindigkeit. Das war früher durch unseren Taktgeber vorgegeben, man konnte sich daran orientieren, man musste es nicht mal spezifizieren, wie viel das ist. Konnte der Sender völlig frei wählen, indem er diesen Takt einfach ansteuert. Jetzt bei der asynchronen Kommunikation ist das alles etwas komplizierter, weil man eben diese Geschwindigkeit ganz genau einstellen muss, damit Sender und Empfänger mit der gleichen Geschwindigkeit auch kommunizieren. In einem ganz früheren Video habe ich Ihnen auch bereits gezeigt, was passiert mit unserem Arduino und mit dem seriellen Monitor, wenn die Geschwindigkeit eben falsch eingestellt ist. Da kamen irgendwelche Fragezeichen und Kauderwelsch heraus. Und heute möchten wir uns angucken, warum das überhaupt so wird und wie das entsteht. So, gucken wir uns jetzt unseren Beispiel wieder an. Nehmen wir an, wir haben wieder unseren 8N1 Modell oder Standard. Also bei 8N1 haben wir gesagt, wir starten immer mit einer 0. Das ist unsere Startfolge. In diesem Fall ist es zwar eine sehr kurze Folge, aber es ist immer noch ein Startbit. Und danach schreiben wir zum Beispiel das ASCII-Zeichen oder die Bitreihenfolge für das Zeichen K. Das wäre eine 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Das steht jetzt für den Buchstaben K. Und danach müssen wir unseren Stop-Bit nochmal reinschreiben. Das war immer eine 1. Parity-Bit haben wir eben nicht, wie der Standard sagt, schon No Parity. Und nehmen wir doch mal an, dass wir jetzt, der Sender sendet diese Frames oder diesen einen Frame mit einer Geschwindigkeit von 2400 Bit pro Sekunde. Das würde bedeuten, dass man genauso viele Zeichen eigentlich pro Sekunde senden kann. Es erstmal bedeutet für uns nichts Besonderes. Interessanter wird es, wenn der Empfänger auf der anderen Seite zum Beispiel die doppelte Geschwindigkeit eingestellt hat. Sagen wir mal, der Empfänger empfängt das Ganze mit 4800 Bit pro Sekunde. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass er in der gleichen Zeit, wo der Sender ein einziges Symbol schickt, also ein einziges Bit, kann der Empfänger bereits zwei empfangen. Das heißt, für ihn sieht es immer so aus, als ob wir die Bits immer wiederholen und als ob wir doppelt so viele Bits gesendet haben, als wir es tatsächlich getan haben. Das würde auch bedeuten, dass diese 0 keine 0 ausgelesen wird, sondern zweimal die 0 und dass auch jedes von diesen Bits auch gedoppelt wird. Das heißt, statt das Symbol K kommt jetzt ein bisschen Kauderwelsch raus und zwar 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1 und der Stop-Bit wird auch gedoppelt. Wenn man sich das jetzt so ein bisschen angucken möchte, ist, dass diese 0 hier entspricht eben diesen zwei Nullen hier. Und jetzt muss der Empfänger mit dem 8N1 Standard versuchen zu lesen, was wir eigentlich da hingeschickt haben. Er entziffert das und er hat keinerlei Möglichkeit, da die, sagen wir mal, den Inhalt zu verstehen. Ihm ist es auch egal, er möchte das nur irgendwie ausgeben von diesem Frame-Format, möchte er die Daten extrahieren und uns anzeigen. Mehr braucht er nicht zu tun. Was passiert jetzt? Er macht Folgendes. Er liest erstmal hier diese 0 als Start. Ist erstmal alles in Ordnung. Danach sucht er nach 8 Bits aufeinanderfolgende Bits. Das ist jetzt der Datensatz an sich. 1 Bit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wäre für ihn jetzt irgendein Zeichen. Wenn man sich dieses Zeichen übrigens anguckt in der ASCII-Tabelle, dann stellt man fest, dass es Cancel ist. Cancel steht auch in der ASCII-Tabelle. Sie wissen ja, dass es sehr viele nicht druckbare Zeichen in der ASCII-Tabelle gibt, damit man sie eben bei der Steuerung von Konsolen auch benutzen kann, genau wie wir es im seriellen Monitor bereits mehrmals benutzt haben. Und Cancel ist nun mal ein Spezialzeichen, das für Cancel steht und nicht druckbar ist. Also ziemlich unterschiedlich als das K, das wir eigentlich geschickt haben. Danach erwartet der Empfänger ein Stop-Bit. Er liest aber eine 0.
Das heißt, hier ist er schon mal komplett verwirrt. Dieses Fragezeichen bedeutet jetzt nicht, dass unbedingt auf dem seriellen Monitor auch tatsächlich ein Fragezeichen rauskommt. Das ist eher interner Zustand beim Empfänger, der ihm sagt, huch, da ist irgendetwas schiefgelaufen, was mache ich jetzt? Das Einzige, was er machen kann, ist das hier entweder anzeigen oder verwerfen, je nach der Implementierung des Standards, und warten auf die nächste Null, die eben dann den neuen Start eingeben kann. Diese Null wurde allerdings schon gelesen, das heißt, er sucht jetzt, er wartet auf die nächste Null. Das wäre die hier. Jetzt sagt er Start, okay, jetzt habe ich wieder einen Start gefunden. Und 8 Symbole danach sind jetzt meine neuen Daten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die sind jetzt aber nicht mal genug. Das heißt, auf diese Art und Weise sehen Sie jetzt, warum, wenn man die Geschwindigkeit falsch auf dem Empfänger einstellt oder eben unterschiedlich beim Sender oder beim Empfänger, dass es danach letztendlich zu einem Kauderwelsch kommt. Entweder liest der Empfänger viel mehr Zeichen, als da tatsächlich drin waren, oder eben auch viel weniger Zeichen, als da drin waren. Und je nachdem ist es eben falsch. Und das ist tatsächlich eine Schwierigkeit bei der asynchronen Kommunikation. Andererseits spart man sich eine Verbindung und einen Taktgeber. Und das lohnt sich eben. Deswegen hat man die serielle Kommunikation, hat sich auch mittlerweile als der absolute Standard durchgesetzt. Dankeschön.